Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Wikipedia. Mein Name ist Julia und heute will ich euch mal drei Sets von Chiagu zeigen, die perfekt geeignet sind, zum Beispiel zum Stricken von Socken, Stulpen, Mützen, vor allem in Runden, also wenn man gerne in Runden arbeitet und eine Alternative für das Nadelspiel sucht. Und da hat Chiagu ganz tolle Sets, und zwar die roten, die blauen, und die gelben. Die sind alle drei geeignet für die gleiche Sache, also können mit allen drei das gleiche machen, aber es gibt ein paar einzelne Unterschiede. Ein großer Unterschied bei dem roten und dem blauen ist, dass es unterschiedliche Größen sind. Wir packen das Ganze mal aus und ich zeige euch das mal anhand von dem roten Set. Das kommt am meisten zum Einsatz, weil es einfach die Größen 2 bis 3,25 hat. Und alle drei Sets kommen in solchen Täschchen. Die Täschchen sind recht praktisch. Es gibt hier einen Karabinerverschluss oder einen Karabinerhaken, nennt man das auch. Das kann man wunderbar zum Beispiel an einer Tasche innen befestigen oder wenn man zu Hause einen Hobbyraum hat, kann man das zum Beispiel natürlich drinnen einen Haken an die Wand anbringen, also an seine Werkwand, damit man das schnell greifbar hat. Oder wenn man unterwegs ist, also zum Beispiel mit seinen Mädels draußen im Café sitzt oder im Park und möchte nicht, dass es verloren geht, kann man das an seiner Hose befestigen. Wenn man zum Beispiel solche Gürtelhalterungen dran hat, dann kann man das in die Gürtelhalterung einhaken. Also sehr, sehr bequem. Und in dem einen Täschchen ist alles mit dabei, was man so für diese Rundenstrickerei von diesen ganzen kleinen Sachen braucht. Wir gucken mal rein. Also, so sieht es drin aus. Und hier drin ist dann eine Tasche. Nochmal eine Tasche in der Tasche. Und hier sind die ganzen Nadeln für alle verschiedenen Größen. Und zwar gibt es hier kürzere Nadeln, die haben einmal 5 und einmal 8 cm Länge, die nennen es auch gerne 2 und 3 Zoll. Und hier unten sind die kürzeren, die braucht man dann zum Beispiel vor allem für Socken. Und hier oben sind die größeren, die nimmt man dann gerne für Mützen zum Beispiel. Man kann auch kombinieren. Also ihr kennt das vielleicht vom Sockenwunder, man kann auch kombinieren. Man könnte dann zum Beispiel von der gleichen Größe, also alles ist doppelt, von 2 bis 3,5 mm ist alles doppelt. Und man könnte zum Beispiel kombinieren, dass man eine kurze Nadel und eine lange Nadel nimmt, falls man das mag. Also das, falls man das präferiert. Also so sind die Größenunterschiede von ein und der gleichen Nadel. Warum ich Chiagu auch sehr, sehr gerne mag, die Spitzen. Also die Spitzen sind wirklich genial. Und das Material ist so toll gearbeitet. Es ist kein gebürstetes Stahl, sondern es ist Chirurgenstahl und es gleitet wirklich wunderbar. Es bleibt nichts dran hängen. Die Spitzen sind toll. Die Spitzen sind wirklich sehr, sehr toll. Manche sagen so, bei gefachten Garn sind denen das zu spitz. Ich komme damit wunderbar zurecht. Ich mag die Spitzen, wenn die spitz sind, weil man damit einfach schnell und präzise arbeiten kann. Wenn die Spitzen zu rund sind, bleibt man dann doch öfter stecken und muss öfter ansetzen, weil man einfach schlechter in die Maschen rankommt. Also dieses Täschchen mit allen Größen genial und man macht das mit einem Druckverschluss zu. Und dann sind weiter hier drin Seile in verschiedenen Größen. Ihr habt einmal 13 cm, 15 cm und 20 cm. Und das kann man natürlich auch nehmen, anpassend an sein Projekt. Also das kürzere Seil nehme ich natürlich für ein kleineres Projekt, das größere Seil für ein größeres Projekt. Und das Tolle ist, ich kann diese Seile verbinden. Wenn ich zum Beispiel eine Mütze mache, die im Umfang 50, 60 cm hat, dann könnt ihr das dementsprechend natürlich anpassen und verbinden mit Konnektoren von Chiagu. Und zusätzlich hier drin ist noch ein kleines Täschchen. Das sind auch die Konnektoren drin. Das sind diese ganz, wartet mal, ich zeige euch das mal. Das sind diese ganz, ganz kleinen Verbindungsstücke, mit denen ihr die Seile verbinden könnt und natürlich verlängern könnt. Ihr könnt dann auch alle drei Seile, die hier drin enthalten sind, können wir auch gerne mal reinschauen, könnt auch alle drei Seile miteinander verbinden
um auf die Länge zu kommen. Also ein Seil hat diese Länge. Ja, ich denke mal, so seht ihr das ganz gut. Und das zweite ein bisschen länger. 15, 18, 20. Und ihr könnt, wie gesagt, durch die Konnektoren könnt ihr sie alle hier miteinander verbinden. Das machen wir mal kurz. Also ihr nehmt das Seil, es ist ein Gewinde. Und das Tolle an Shiagu ist, warum sie auch aktuell einfach der beste Hersteller auf dem Strickmarkt sind. Die Qualität bei denen ist einfach genial und die Übergänge sind ein Traum. Also ihr habt keine Übergänge, es ist nahtlos, es ist sehr gut, es ist perfekt gearbeitet. Knitpro ist zum Beispiel ein guter Budgetanbieter, also ein guter Anbieter, wenn man wenig Budget hat, wenn man sparen will. Die haben eine sehr große Vielfalt an Sachen, die ihr braucht. Und Shiagu bringt es auf einen Punkt. Shiagu hat nicht alles, zwar vieles, aber nicht alles, aber in perfekter Qualität. So, genau, das schraubt man jetzt hier einfach drauf. Und dann liegen hier Schlüssel bei. Ihr braucht dann zum Festziehen, braucht ihr Schlüssel. Hier liegen mehrere bei. Und mit diesen Schlüsseln zieht ihr die Seile und die Nadeln fest, wenn ihr sie anbringt. Und zwar gibt es hier Öffnungen. Hier sind solche Löchlein, da steckt man das einfach rein. Und dann beim anderen Verbindungsstück auch. So. Und dann dreht man das ganz leicht gegeneinander, nicht zu fest. Ne? Ihr wisst, bei Gewinde nach fest kommt ab. Also ein bisschen drehen und dann sitzt es wirklich richtig gut. Und das macht ihr dann auch mit den Nadeln. Wir machen das mal auch mal kurz. Wir machen mal die Nadeln kurz drauf. Ich nehme mal die längeren, die kann man gerade besser hantieren. Genau, und die macht ihr dann hier drauf. Und auch die andere Seite. Und hier sind auch zwei Löchlein drin, einmal für den Anschluss und einmal für die Nadel. Da würdet ihr es genauso festziehen. Und hier hättet ihr jetzt ein perfektes Setup für eine Mütze. Jetzt könnt ihr damit perfekt mit 2 mm Nadeln und diesem Verbindungsstück perfekt eine Mütze in Runden stricken. Ihr müsst die wieder absetzen, keine Nadeln wechseln, nichts. Let's go! Ja, und das Set ist natürlich sehr perfekt, weil es die Größen beinhaltet, die am meisten genutzt werden, von 2 bis 3,5. Dann ist hier noch ein Nadelmaß dabei, falls ihr das nicht mehr erkennen solltet, was bei Shiagu nicht vorkommen sollte. Aber sollte das mal irgendwann, wenn ihr das seit 10 Jahren besitzt, passieren, kann man das nehmen. Dann sind noch Maschenmarker drin, also ganz normale zum Aufziehen auf die Nadel und Endstopper. Die Endstopper sind dazu da, falls ihr zum Beispiel nur mit einem Stück arbeiten wollt, falls ihr das separieren wollt. So ein bisschen früher kennt ihr das vielleicht von Jackenstricknadeln. Also da hat man dann zum Beispiel an einem Ende die Nadel. Und am anderen Ende macht man den Stopper, damit die Maschen nicht runterfallen. Wozu sie aber auch noch perfekt sind, wenn ihr zum Beispiel an einem Pullover arbeitet und ihr habt Ärmel und ihr wollt die Ärmel stilllegen, dann könnt ihr dieses Seil zum Beispiel drin lassen und vorne und hinten beim Ärmel vorne und hinten einen Stopper dran machen. Das geht auch. Und dann könnt ihr das Ganze stilllegen. Das Seil bleibt drin. Hier sind auch Löchlein drin, um das Ganze festzuziehen. Genau, das könnt ihr dann nehmen, um die Ärmel stillzulegen. Das Seil bleibt drin. Ihr legt den Ärmel still, strickt euer Strickstück weiterhin, zum Beispiel mit einem längeren Seil in Runden. Und dann löst ihr dann wieder die Stopper, bringt wieder die Nadeln drin. Also wir lösen die Stopper und dann kommen die Nadeln wieder drauf. Einer Seite und an der anderen Seite. Und dann könnt ihr den Ärmel direkt weiter stricken. So schnell geht das. Genau. Ja, das ist das Set. Das ist das, was es beinhaltet. Hier nochmal vorne das Täschchen. Das geht wunderbar schön mit dem Reißverschluss auf und zu.
Und der Unterschied dann zu den anderen beiden Sets, einmal blau und einmal gelb. Da gucken wir mal rein. Der große Unterschied natürlich zum blauen Set ist, dass hier die größeren Nadeln drin sind, also größere Nadelstärken. Die gehen von 3,5 bis 5. Und die Seile sind ein bisschen anders. Ich zeige euch das mal kurz. Also ihr habt hier die gleichen Längen, aber halt deutlich dicker für die dickeren Garne natürlich, falls jemand lieber mit dickeren Garnen arbeitet. Und die Seile sind ein bisschen anders. Es sind nämlich blaue Seile. Und die sind im Grunde genommen genauso wie die roten. Also die roten Seile haben einen Stahlkern und eine rote flexible Ummantelung. Und die sind so gedacht, dass sie sich nicht verdrehen können. Gerade bei sehr langen Seilen ist es sehr, sehr angenehm. Also egal, was ihr beim Handarbeiten macht, egal wie sehr es das verdreht beim Handarbeiten, es wird nie so eine Art Kringelung und Lockung geben. Das heißt, es kommt immer wieder in seine Ursprungsform zurück und es stört den Stricker nicht. Also es kommt euch sehr entgegen, dass sich die Arbeit nicht verdreht. Und die blauen sind genauso. Der einzige Unterschied ist, sie sollen etwas flexibler sein. Also das heißt, das Material wurde ein bisschen verändert, dass man weiß, dass sie ein bisschen flexibler sind, und die heißen auch X-Flex, Kabel oder Cables oder Seile, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Es ist immer alles das Gleiche. Und hier drin habt ihr dann auch weiterhin das Nadelmaß. Damit könnt ihr übrigens auch sehr schön eure Maschenprobe ausmessen und damit dann ausrechnen. Und hier auch das Gleiche mit den Konnektoren, mit den Stoppern und den Maschenmarkierern für euer Projekt. Also bei diesen beiden Sets der größte Unterschied einfach die Nadelstärke, das für die dünneren Sachen, das für die dickeren. Und dann haben wir das gelbe Set. Das hat die Nadelstärke 5,5 bis 8, also das geht noch mal ein bisschen höher, sprich für die richtig dicken Garne. Und das Ganze sieht dann so aus. Hier sind aber keine verschiedenen Längen bei den Nadeln enthalten, sondern ihr habt nur eine Länge, die längere Länge, die längere Variante. Und diese Seile sind die neuen Seile. Das sind die Swift 360 Kabel. Und die sind so gestaltet, das kennt ihr vielleicht von Haya Haya. Die sind so gemacht, dass sie sich auch noch mal selber drehen. Das heißt, die Nadel, wenn sie drauf ist, auf dem Seil, kann sich nicht verdrehen. Also wenn ihr das fix auf dem Seil habt, das ist übrigens auch ein Stahlkern mit einer flexiblen Ummantelung. Und wenn das Seil sich jetzt dreht, kann sich das nicht verdrehen, weil sich das jetzt frei auf den Kabeln drehen kann, auf den Seilen drehen kann. Und dadurch verdreht es sich nicht in sich mit sich selber und ist immer frei beweglich. Das ist halt auch sehr, sehr angenehm für Hände, besonders wenn man irgendwie Arthritis oder Ähnliches hat, ist das genial dafür, weil wenn ihr arbeitet, verdrehen sich einfach die Nadel nicht. Ich zeige euch das jetzt nochmal kurz. Sondern die Nadeln bleiben immer an euren Händen so, wie ihr sie gerne haben wollt. Also so, wie ihr das bewegt, es bleibt immer gleich. Ihr müsst dann später nicht nochmal zurückdrehen, nochmal so rumdrehen, nochmal ausgleichen, ausschwingen. Sondern das, was ihr mit den Händen macht, könnt ihr frei machen. Und das Seil bleibt einfach so, weil es sich frei schwingen kann. Es kann sich frei drehen. Und das Tolle auch hier an den Nadeln, die sind sehr, sehr leicht. Also auch wenn man denkt, es ist dickes Metall, es ist wirklich sehr, sehr leicht. Da hat Chiagu tolle Arbeit geleistet. Es ist unfassbar leicht. Also man hat, ihr kennt es vielleicht von früher, wenn man mal aus einem Kurzwarenladen solche Nadeln geholt hat, haben sie sich doch recht schwer angefühlt und kalt. Und die sind wirklich sehr angenehm. Also die werden schnell warm in der Hand, trotz dass es Metall ist. Und die Spitzen mal wieder genial. Nicht zu spitz, also man tut sich nicht weh, wenn man das anfasst, man tut sich nicht weh, aber genial, tolle Spitzen, um schnell arbeiten zu können. Die Übergänge sind ein Traum. Was bei diesen Übergängen jedoch ist, bei dem Kabel mit dem Swift,
Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit Farbverlaufs- und gefachten Garnen. Die sind nicht immer ideal. Das ist dann eher für gezwirnte Garne geeignet. Für Farbverlaufsgarne sind die beiden anderen perfekt. Das rote und das blaue, weil hier der Übergang komplett nahtlos ist. Da bleibt nichts hängen, das ist komplett nahtlos. Also da würde ich euch auf jeden Fall die roten und die blauen Seile empfehlen und hier eher ganz normale gezwirnte Garne, wie zum Beispiel Merino-Sockengarn und ähnliches. Das ist dafür perfekt. Auch nochmal eine Bitte an dieser Stelle, falls sich jemand nicht an Chiagoo rantraut, ich würde euch es wirklich empfehlen. Gutes Werkzeug erleichtert euch einfach die Arbeit und viele Leute, die ins Stricken einsteigen, verlieren vielleicht ein bisschen die Lust daran, wenn sie schlechtes Werkzeug benutzen. Also wenn ihr etwas benutzt, was euch keine Freude macht, kann einfach daran liegen, dass es eine schlechte Qualität ist. Und wenn ihr euch da nicht rantraut, es kann natürlich sein, dass es preislich ein bisschen zu intensiv ist. Es gibt auch einfach Rundstricknadeln, die fest sind von Chiagoo. Also die haben eine feste Verbundenheit mit dem Seil und der Nadel, sodass es nicht kombinierbar ist, also dass eine Rundstricknadel fest hergestellt ist und die ist natürlich deutlich günstiger. Also da könnt ihr euch mal ein bisschen reinfuchsen und Chiagoo ist wirklich eine riesige Empfehlung. Ihr macht damit einfach tolle Projekte, es ist angenehm für die Hände und das ist ein Versuch wert, das zu testen. Und hier im gelben Säckchen ist noch natürlich das Nadelmaß, hier ein bisschen anders gestaltet, in L-Form. Und ihr habt auch hier die Marker und die Schlüssel und die Stopper. Und zusätzlich beim gelben Täschchen ist noch ein Gripperherz drin. Und die Chiagoo Gripherzen oder Gripperherzen sind ideal, um die Nadel zu greifen und um sie dann anzuschrauben. Weil gerade wenn sich das hier dreht, kann das schon mal ein bisschen, da kann der Griff ein bisschen lose werden und da ist es dann ideal, wenn ich hier mit dem Herz das greifen kann, dass euch das nicht wegrutscht. Also falls zum Beispiel jemand Handschweiß hat, dann habt ihr das wirklich fest und dann könnt ihr das hier mit dem Schlüssel richtig gut festziehen, damit sich das nicht nochmal löst. Ja, also dafür ist es wirklich perfekt. Genau. Das ist nochmal das Extra in dem Set, aber ihr könnt die Gripherzen, wenn ihr möchtet, könnt ihr sie natürlich auch einzeln bestellen. Das hat Chiagoo auch zur Verfügung gestellt. Genau. Ich habe noch eine kleine Empfehlung, wenn ihr nach Chiagoo Sachen online schaut. Manchmal möchte man natürlich sparen und ich würde euch an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen, beim Händler eures Vertrauens einzukaufen, weil Chiagoo wird inzwischen nachgemacht, repliziert, also es gibt Fakes davon und die sind natürlich günstig, aber ja, ihr habt da nichts von, weil es nicht so viel Freude macht und nicht so eine gute Qualität ist, wie Chiagoo das bietet. Es gibt noch eine Webseite, ihr könnt erkennen, Chiagoo hat ein paar Infos zusammengestellt, wie ihr erkennen könnt, ob es ein Original ist oder ein Fake. Und ganz besonders, ihr seht es ganz gut daran, wenn zum Beispiel das Metall gebürstet ist, also nicht so sleek, nicht so fein und glatt und glänzend wie von Chiagoo, sondern gebürstet ist, ist meist schon, also dann seht ihr direkt, dass es ein Fake ist. Dann gibt es auch noch ein paar andere Hinweise bei Übergängen oder bei der Schrift, wie sie ja angebracht ist. Da auf jeden Fall mal drauf achten. Also nicht bei irgendwelchen Online-Händlern, die ihr vielleicht nicht kennt, im Zweifel vielleicht nochmal bei Chiagoo nachfragen. Ansonsten einfach, wie gesagt, beim Händler eures Vertrauens bestellen. Es lohnt sich, ein bisschen mehr auszugeben, weil ihr dann einfach was fürs Leben habt. Also das ist wirklich ein Set fürs Leben. Es macht riesig Freude, mit Chiagoo zu arbeiten und ich kann sie wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, es war ein schöner Einblick in die Sets, dass ihr mal wisst, was so drin ist, was man damit anfangen kann. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Antworte ich nochmal drauf. Oder wenn ihr speziell nochmal was anderes sehen wollt, sagt mir Bescheid, dann kann ich nochmal ein neues Video für euch machen. Und bis dahin, ganz viel Spaß beim Handarbeiten, beim Stricken. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao. Deswegen machen wir das mal ein bisschen mit. Ja, das kann ich nicht in die Outtakes mit reinnehmen. Let's try this. Sieht man das nicht, was ich auf dem Tisch habe? Ist das so besser?